Hey ho und willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Und die Folge fing da an, wo die andere natürlich aufgehört hat. Wir haben diesen Tempel fertig gemacht, haben dann plötzlich doch Kea gekriegt. Und da oben ist ein Ausrufezeichen. Das stimmt, ich muss ihn dann noch ausrüsten. Was ist das hier für mehr Leben? Das. Du kriegst das Bessere hier. Und noch eine Blume. Daten. Hintergrund. Kea ist ein Adoptivsohn der Familie Ragnvindir. Einer der bekanntesten Familien und gleichzeitig Magnat der Getränkewirtschaft. Es ist lange her, seit er Diluc Ragnvindir das letzte Mal Bruder genannt hat. Kea diente derzeit als Ritter des Order of Avonius, dem Jean sehr vertraut. Kea ist oft derjenige, der bei allen Vorfällen im Monster alle Punkte verbindet und die Angelegenheiten zu regeln weiß. I didn't know you were such a slacker. Ey, ich habe noch eine Waffe für dich. Oh, wir haben hier was. Obwohl, wahrscheinlich sieht das besser an dir aus. Wechseln, das hier, wechseln. So, Daten. Ach ja. I've heard that if you give tavern owners a considerable tip, they'll be willing to give some information on the down low. Das ist also meine Stimme, okay, gut zu wissen. Sollen wir direkt da hingehen? Zum nächsten? What's the hurry? Was ist denn da ganz oben? Eine Truhe. Da oben ist eine Selie. Soll ich die angreifen? Ja. Ist ja eigentlich ganz woanders hin. Ja, gut. Bitte was? Ein Dendro-Typ. Zwei. Hey! Go, go, baby, buddy! Okay. Hey! No one escapes my sight! Uff. Hallo? So. Freeze! Ich glaube, keiner hört auf dein Freeze. So. Das war's jetzt. Und hier ist die Truhe. So. Und hier ist nichts. Eine Feuerstelle, sagte eine Feuerstelle. So, erhalten. Da hinten leuchtet etwas. Ich kann die Beere noch da rausschlagen. Diese ganze Atmosphäre in diesem Spiel ist einfach wunderschön. Oh ja, ich glaube, wir gehen jetzt mal zurück. Ich hab ne Idee. Ich will ein Headshot. So. Du lebst noch? Jetzt habe ich das da oben nicht eingesammelt. Wo ist denn der andere gestorben hier? Was? Wo bin ich denn hier? Übertreib mal deine Lage, was ist los? Wir könnten ja. Hi, wollte ich mal ausprobieren. Das ist vielleicht keine gute Idee. Hier. Als nächstes würde ich dich gerne einfrieren. Ich weiß, was du vorhast. Ja, jetzt ist es schwer. So, hier ein bisschen Feuer. Hier, Feuersturm! Als ob. Er ist gestorben. Okay, jetzt brauchen wir Maske. Alter, was war denn das für ein riesiges Vieh? Okay, warte mal. Hillichurl? Midichurl.
Miniature. Okay. Wird es immer schlimmer mit den Gegnern hier oben, oder? Okay. Ein anderer Arztzug, ja, aber das braucht ja der andere nicht. Jetzt bin ich wieder so im Gebiet. Naja, gut, ich gehe wieder zurück. Aber wir müssen da hinten hin. Ich glaube, da, wo es leuchtet. Wir haben so viel. Ich habe so viel Zeit verplempert. Ich muss der erkunden, okay? So. Hoi, hoi. Verdammt. Cool it. So, weil hier oben ist so ein Ding. Auf jeden Fall führt das die Seele dann hier hin. Gut, egal. Wir gehen einfach zu unserer Mission hin. Die da hinten ist? Was? Ah, das kann. Oh, cool. Okay, ich wusste, dass ich das kann. Eis mit Feuer! Dendro. Pflanzenkraft. Feuer-Rasengan! Teleportation. Das war's schon, okay. Das war ein cooles Wesen, was auch immer das war. Okay, was habe ich gelernt? Angriff von oben. Ja, richtig cool. Hätte ich gern früher gewusst. Das Ding da hinten. Du bist keine Seele. Ich sollte vielleicht nicht direkt auf alles schießen, was einfach sich bewegt. Das war jetzt ein Versehen. Da ist eine Seele, aber. Was auch immer das bringt. Da oben ist auch ein so ein. Ah, ist ein Rätsel. Bet you can't keep up with me. Ich glaube, ich muss dir jetzt folgen, oder? Ja, ich hab dich aktiviert. Lass mich forschen. Windblade! Oh! Oh, holy moly. Ach Gott, mit Feuer wollte ich eher Explosionen. Ah, gut, gut, kommt her. Nein. Und... Ah, lol. Du bist trotzdem einfach dahin weitergegangen. Ich hab doch gar nicht gesehen, wo du hingegangen bist. Ah, das war du, ja. Gut, okay. Es leuchtet nicht so wie die anderen, also müssen wir, glaube ich, persönlich. Gut. Ah, da ist doch eine Truhe. Okay, gut, wir hätten so oder so da hochgemusst. Noch so ein riesiges Schwert. Hä, aber was habe ich denn hier übersehen? Da, ich bin nur blind. Hä? Jetzt. Und ja, ich weiß, Akka schon fast tot ist. Ja, es geht. Ist ja okay, was man da so rausbekommen hat. Okay, ihr habt recht. Er sollte was essen. Gut. Ich kann mit ihr immer noch nicht schweben. Mann. Also da hinten sieht es so aus, als würde es da Eis... Feuer und Elektro geben. Ach, okay. Ja. Okay. Dankeschön für die Magie. Ach du, okay. Doch nicht Dankeschön. Wo ist dieser scheiß Mage? Freeze! Er sich auch einfach rumteleportiert. Er besitzt einfach die momentane Teleportation. Incendia! Desmartus. Incendia! Headshot. Naja, kommt ihr Schleime. Ich weiß. Dass sie hier sind? Oder auch nicht? Da laufe ich nicht drüber.
Da schon. Cool it! Was machst du denn hier? No joke. Was? Hi. Hallo, ich bin Mac von Out of Favonius. Womit kann ich dir? Was machst du hier? Tja, siehst du die beiden Kinder da? Sie sind ohne ihre Eltern draußen spielen gegangen. Ich sorge mich um ihre Sicherheit, deswegen bin ich ihnen gefolgt. Ah, wer sind die beiden? Das sind Will und Jill. Normalerweise dürfen Kinder nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen einfach so die Stadt verlassen. Aber dann habe ich gesehen, wie sehr sie sich freuten. Da brachte ich es nicht übers Herz. Folglich passe ich auf, damit dir nichts passiert. Hm? Was ist los? Ach, warum sollte ich das fragen? Ich möchte mit Will zum Wind stehen, um mit Edith zu spielen. Aber folgt es die ganze Zeit einfach nicht los. Habe ein bisschen Angst. Am Ende sind wir hierher gelaufen. Hi. Warum? Es wird schon nichts passieren auf dieser komischen Warte. Ob er wohl so einer ist? Vielleicht fängt er kleine Kinder und lässt die Hausaufgaben machen. Eigentlich wollten wir zum Windsteg und sind hier gelandet. Ich weiß. Is that strange man still here? Jawohl, die Gegend ist so schön. Ich habe sogar einen Fisch gefangen. Fischhaut ist glitschig, aber deshalb ist sie auch so schwer zu fangen. Naja, jedenfalls sind sie schwieriger zu fangen als Krebse. Das macht irgendwie. Aber ist egal. Ich habe keine Schüssel, um den Fisch reinzulegen. Warum nimmst du ihn nicht einfach mit? Is that strange man still here? Fisch gekriegt, dankeschön. Kann ich nochmal mit dem reden? Nein, kann ich nicht. Tschüss. Freeze! Oh, da du Kryo bist und das Ding Wasser. So. Also jetzt habe ich langsam die Elemente drauf. So. Da hinten. Ist das ein Teleportationsding? Natürlich sind hier noch mehr solcher Viecher. Windblade! Ich hab eine Idee. Wir versuchen mal. Go, go, Baron Bunny! Dann wechseln wir hier drauf. Während den einen wechseln hier drauf. Lassen die mal Feuer machen, wenn die mal. Oh, das war eigentlich noch nicht fertig, aber okay. Krieg ich bei jedem Level eine neue Nachricht? Okay, was ist denn die Nachricht? Bitte, was? Ich bin verwirrt. Egal. Später. Gut, also es ist ja noch ein weiter Weg bis dahin. Ich glaube... Oder, oh ja. Ich habe ja nebenbei eine Stoppuhr laufen. Also so einfach, damit ich sehe, wie lange ich gerade aufnehme. Und das Ding zeigt schon eine halbe Stunde an. Ja, ich glaube, an der Stelle soll es aber auch für diese Folge gewesen sein. So, das war's mit einer weiteren Folge von Genshin Impact. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und tüdelü!